Und guten Morgen. So, mal schauen, ob ich mich da auch sehe auf Facebook. So, wer ist denn da? Eigentlich sollten ja ganz, ganz viele jetzt Zeit haben. Das ist ja einer der Vorteile der jetzigen Zeit. Okay. Wow, ich lese hier gerade einen Kommentar, der gerade reingekommen ist in der Divine Money Celebration Group. Wir hatten ja gestern unseren Call dort. Und das ist einfach immer zauberhaft, was in diesem Raum alles passieren darf. Also es ist unglaublich. Ja, hier schon wieder eine Erfolgsmeldung von einer Teilnehmerin, die ein bisschen verzweifelt war, weil sich so viel verändert hat auf ihrem Weg, den sie eingeschlagen hat. Also bei ihr war es auch so, wie es eigentlich immer ist, wenn du eine Entscheidung triffst, und zwar eine unwiderrufliche Entscheidung, dann verändern sich die Dinge. Die verändern sich schon von alleine, nur wenn du eine Entscheidung triffst, eine klare Entscheidung. Und bei dieser Teilnehmerin war es auch so, sie hat sich ziemlich am letzten Moment angemeldet für das Divine Money Programm. Und schon mit der Anmeldung haben sich Dinge in ihrem Leben verändert. Und oft ist es so, dass es sich zum Ersten, was sich verändert, nicht so toll aussieht. Ihr kennt vielleicht die Chaos-Theorie, oder? Dass wenn sich die Dinge neu ordnen, dass zuerst Chaos entsteht, dass einfach alles durcheinander geschüttelt wird, dass alles aufgelöst wird, alle Regeln, alle Begrenzungen, die bis jetzt gegolten haben. Und in diesem Moment sieht es halt mal aus wie Chaos, bis sich halt die Dinge so sortieren, wie du sie haben willst. Und so funktioniert es. Und deswegen ist es so wichtig, dass du da in einem Raum, in einer Gruppe bist, die dich hält, die dir sagt, hey, bleib cool. Hier herrscht gerade Chaos. Und bei ihr war das so. Gestern kam sie rein am Abend mit Chaos in den Call. Und heute am Morgen, weil ihr Mann durchgedreht ist, genau, weil ihr Mann durchgedreht ist, weil sie sich so verändert. Das ist ja klar. Sie verändert sich, er kennt seine Frau nicht mehr, weil alles anders ist, als er es bis jetzt kannte. Und das macht natürlich Angst. Und wie sich Angst äußert, das wissen wir. Das kann ganz verschiedene Facetten haben, ein bisschen schreien, ein bisschen wütend sein, ein bisschen ausrasten, ein bisschen kämpfen, ein bisschen Widerstand. All das, was halt so in einem Menschen passiert, wenn er etwas Unbekannten begegnet, einer unbekannten Frau, mit der er seit Jahrzehnten verheiratet ist, die plötzlich neue Wege einschlägt, die plötzlich in eine neue Richtung geht, die plötzlich anders denkt, die sich plötzlich anders verhält, die sich plötzlich klar wird, wer sie wirklich ist. Plötzlich hast du eine Frau an dir, die an deiner Seite, die plötzlich klar weiß, wie sie leben will, was für Wünsche und Träume sie sich verwirklichen will. Und du kennst diese Person nicht. Das macht Schiss. Aber davor darfst du keine Angst haben, weil das ist nur ein Transit. Und wir haben gestern Abend, die Calls gehen immer 2 Stunden, weil jeder wirklich drankommt und weil jeder seine Sachen transformieren darf in diesen Calls. Und ja, heute Morgen schreibt sie hier in unsere Gruppe, guten Morgen, mein Mann ist total friedlich, liebevoll. Wir haben zusammen Brotteige gemacht. Er war mir eine echte Hilfe. Es verlief alles ruhig. Das hat sie gemacht, das hat sie kreiert, indem sie nicht in das Drama des Transits, des Übergangs eingestiegen ist, indem sie
in dem sie Halt gehabt hat, Erklärung, Verständnis, Wegweisung im Coaching und sich selber sicher gefühlt hat, gewusst hat, dass es gut und richtig ist, was sie will, was sie sich wünscht, dass sie für ihre Wünsche und für ihr Traumleben die Traumperson werden darf, die so ein wunderbares Leben hat, die so eine wunderbare Beziehung hat. Und nur allein, wenn du dir selbst diese Erlaubnis gibst, transformiert deine ganze Realität, dein Leben im Außen. Aber die Voraussetzung ist, dass du dich so, so öffnest für dieses Neue, für dieses Unbekannte, was du möchtest, um dass du selber gehalten bist und eben keine Angst hast, wenn solche Stolpersteine sind, wenn eben die Sachen, die du dir eigentlich kreieren willst, plötzlich, wenn es so aussieht, als ob genau das Gegenteil passiert. Und deswegen ist es so wichtig, genau in diesen Phasen einen Raum zu haben. Einen Raum, der dir sagt, was wahr ist, was wirklich passiert, was gut und richtig ist. Weil wir sind so versucht, uns immer wieder in den Dingen, die gerade im Außen passieren, zu reflektieren und darauf zu reagieren. Und worauf wir einfach reagieren, dort haben wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie kreiert. Und dieses klare Bewusstsein zu haben, wo unsere Energie ist in den ganzen lieben langen Tag. Das braucht ganz viel Übung. Das braucht ganz viel Commitment. Das braucht ganz viel Durchhaltevermögen. Wie eben alles, was du neu lernen willst, was du neu meistern willst in deinem Leben. Und für mich ist es einfach das Allerwichtigste, diese Meisterschaft anzustreben, dass ich jemand bin, der Schöpfer ist, dass ich jemand bin, der seine Energie ausschließlich auf seine Wünsche und Träume richten darf, ohne eine Begründung zu haben, sondern weil ich hier bin, um ein Leben nach meinen Wünschen und Träumen zu kreieren, weil ich das ganz, ganz klar als meine Lebensaufgabe anerkannt habe, nachdem ich herausgefunden bin, wer ich wirklich bin. Nachdem ich herausgefunden habe, dass ich keine Marionette bin in einem System, das von anderen Menschen kreiert worden ist. Nachdem ich mir die Erlaubnis gegeben habe, keine Marionette sein zu müssen, weil ich herausgefunden habe, dass es nicht lebensnotwendig ist. Wenn du weißt, dass es nicht lebensnotwendig ist, dass du nach irgendwelchen Regeln, Systemen, eines scheinbaren Systems, wie unsere Gesellschaft, nach der Gesellschaft, nach den Regeln, die Gesellschaft glaubt, einhalten zu müssen, wenn du kapierst, dass das nicht stimmt, dass das die Lüge ist, der du dein ganzes Leben lang aufgesessen bist. Genauso, wenn du kapierst, dass du einer Lüge aufgesessen bist, dass du irgendwie sein musst, um anderen zu gefallen, um erfolgreich zu sein, um gesund zu sein, dass du nach irgendwelchen Vorstellungen, die von außen vorgegeben worden sind, funktionieren musst. Wenn du kapierst, dass das nicht stimmt, sondern dass dieses Leben sich darum dreht, dass du herausfindest, wie großartig und einzigartig du als göttliches, spirituelles Wesen, das du bist, du hier bist, um Neues zu kreieren, um das zu kreieren, was einem göttlichen Wesen entspricht. Und was würde denn einem göttlichen Wesen entsprechen, außer Leichtigkeit, Freude, Liebe? Das sind doch die Dinge, die dich erfüllen.
und die dich zufrieden machen, die dich glücklich machen, wenn du sein darfst, wer du wirklich bist, ohne eine Angst zu haben, dass du irgendwo bewertet wirst, dass du irgendwo schlecht gemacht wirst, dass du irgendwo nicht genug bist. Wenn du weißt, wer du wirklich bist, kannst du diese Ängste nach und nach ablegen und transformieren. Und das ist so, so entscheidend dafür, dass du diese Ängste ablegst und transformierst, dass du hinterher in die Energie, in die Frequenz deiner Wünsche und deiner Träume kommst. Weil du bist alles, was ist. Du bist Frequenz. Nur in welcher Frequenz befindest du dich gerade in diesem Moment? Weil dieser Moment ist der Moment, in dem du sofort kreierst und manifestierst. Das, was du gerade bist, kreiert und manifestiert. Bist du im Mangel, bist du in der Angst, kreierst du dir ein Leben in Mangel und Angst. Bist du ohne Bedingung, einfach nur weil du es entscheidest, dass es jetzt so ist, bist du in der Freude und bist du in der Fülle, kreierst du dir jetzt ein Leben in Freude und Fülle. Jetzt, jetzt, jetzt. Nur jetzt. Und diese Mechanismen, die sind nicht automatisch in uns drin. Ein automatischer Mechanismus, der in uns drin ist, ist der Flucht- oder Angstmechanismus. Und dieser automatische Mechanismus, der führt dazu, dass wir genau die Dinge, die wir eigentlich wollen, ablehnen. Und wir sind uns nicht bewusst. Und erst wenn wir verstehen, wie all das zusammenhängt und wie all das von uns beeinflusst werden kann, auf energetischer Ebene, die sich dann als manifestierte Realität zeigt, das ist das, wozu wir hier sind, um es zu lernen. Und es wird uns nicht leicht gemacht. Weil die Realität, die scheinbare Realität, die wir jetzt gerade im Außen sehen und erleben, die gibt uns ganz andere Informationen. Die sagt uns, wir sind in Gefahr, unsere Freiheit ist in Gefahr, unsere Selbstbestimmtheit ist in Gefahr. Das sind all diese Informationen, wenn du den Fernseher oder eine Zeitung aufschlägst, sagt dir ganz klar, deine Gesundheit ist in Gefahr, natürlich auch noch, hätte ich fast vergessen, sagt dir ganz klar, hey, du bist in Gefahr. Dein Leben ist in Gefahr, dein Überleben ist in Gefahr, deine finanzielle Sicherheit ist in Gefahr, deine Gesundheit ist in Gefahr. Ja? Wenn du diese Medien anschaltest, im Moment bekommst du, da kannst du gar nichts dagegen tun, automatisch das Gefühl, dass dein Leben bedroht ist, auf allen Ebenen und du nichts dagegen tun kannst, außer zu kämpfen, ja, demonstrieren, Aufstände machen oder wegzulaufen. Auf jeden Fall, was bleibt übrig, wenn du dich im Außen reflektierst, bleibt eine Schwingung, ein Gefühl der Angst, der Eingesperrtheit, der Hilflosigkeit, der Ausgeliefertheit übrig. Und aus diesem Gefühl kreierst du mehr von dem. Du kreierst mehr von diesen Gefühlen. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nicht dich wehren, wenn diese Gefühle dich mal gepackt haben. Außer komplett auszusteigen. Komplett dahin zu gehen. Und zu wissen, wer du wirklich bist, in deine eigene Kraft, Macht und Power einzusteigen und deinen Verstand zu lehren, wie das Leben wirklich funktioniert, dass das Leben eben hier draußen dir suggeriert, dir weismachen will, dass dein Leben bedroht ist, dass du, dass alles den Bach runtergeht, dass die Existenzen kaputt gehen und so weiter und so fort.
Aber es bleibt dir nichts anderes übrig, als da auszusteigen aus diesem Gefühl und dich zu erheben in eine Adlerperspektive, in die Perspektive aus einer Person, die wirklich, wirklich, wirklich weiß, wer sie ist. Und dann drehst du dein Leben und dann dreht sich unsere Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft ist ja nur die Summe dessen, was die Menschen denken, fühlen, glauben und wonach sie handeln. Und je mehr einzelne Menschen zurückkommen in ihre Power, wissen, wer sie wirklich sind und aus dieser Power und nicht aus der Angst, sondern aus der Kraft und aus der Macht heraus für sich ihre Wünsche und Träume kreieren, dann werden wir eine Gesellschaft werden von Menschen, wo es ganz normal ist, dass jeder Mensch hierher gekommen ist, um seine Wünsche und Träume zu kreieren und gleichzeitig den riesengroßen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, damit eine Gesellschaft von Menschen entstehen kann, die wissen, wer sie wirklich sind und wissen, dass sie dazu auf der Welt sind, um ihre Wünsche und Träume zu kreieren. Das ist so wichtig. Jetzt, jetzt, jetzt. In diesem Moment ist es so, so wichtig, dass du das verstehst. Und es ist so, so wichtig in diesem Moment, dass du da deine Aufmerksamkeit, dass du deine Energie, dass du deine Zeit, dass du dein Investment für dich da reinlegst. Weil nur so kannst du mithelfen, die Gesellschaft zu verändern und zu einem wunderbaren Ort machen, wo alle Menschen erfüllt und zufrieden sind, weil sie ihre Wünsche und Träume leben können. Und dazu braucht es einfach jeden Einzelnen, der eine bewusste Entscheidung trifft dafür. Und wir sind hier in dieser Gruppe versammelt, weil sich alle Menschen dafür interessieren, zu sein, wer sie wirklich sind, gesund zu leben und auch noch finanziell dafür belohnt werden, sich selbst zu sein. Das heißt, finanziell zeigt sich im Außen, dass du belohnt wirst, weil du deine Wünsche und Träume lebst. Das zeigt sich finanziell. Das zeigt sich aber auch in deinen Beziehungen. Das zeigt sich in deinen Partnerschaften. Weil du lebst ganz klar deine Wünsche und deine Träume. Und du bist jemand, der weiß, dass er hierher gekommen ist, um seine Wünsche und Träume zu leben und zu realisieren. Und nicht. Du bist nicht jemand, der hierher gekommen ist, um für andere zu funktionieren als Marionette, als Sklave in einem System. Und das weißt du, dass du das nicht bist. In dem Moment, wo du dich nicht gut fühlst, in dem Moment, wo sich irgendwas nicht harmonisch, nicht fein, nicht angenehm, nicht nach Liebe, nicht nach kuschelig, nicht nach schön anfühlt, weißt du, dass du da einer Überzeugung aufgesessen bist, die nicht dem entspricht, wer du wirklich bist. Und das bringt dir niemand bei in der Schule, in der Familie. Das bringt dir niemand bei. Das darfst du dir alles selber beibringen. Und es ist nicht so neu, weil dein göttliches Selbst, dein wahres Inneres, dein Herz, das, was du wirklich bist, weißt es schon ganz lange. Nur jetzt kommt es eben daran, da geht es darum, dein Verstand mit diesem Herz, mit diesem inneren Wissen, mit diesem göttlichen Wissen aus deiner göttlichen Herkunft wieder aufzuklären. Aufzuklären, wer du wirklich bist. Das Vergessene sich wieder zu erinnern und nicht zu glauben, dass du dass der Mensch bist, der in der Kindheit Probleme hatte, der gemobbt worden ist, der mit irgendeiner Krankheit abgestempelt worden ist, der eingesperrt ist, der sich nicht entfalten kann, der nicht sagen darf, was er gerne möchte. Das bist du nicht. Das ist etwas, aus dem du dich jetzt lösen darfst, damit du dich erhebst in dein wahres, wahres Sein. Nicht in irgendeine andere Identität, was weiß ich,
erfolgreich oder irgendeine Celebrity oder ein Star oder was weiß ich nicht was. Darum geht es gar nicht, sondern es ist alles schon da für dich gegeben. Dein wahres Sein ist schon da mit deiner wahren Blaupause, deiner Gesundheit, deiner Schönheit, deiner Fülle. Das ist alles schon da. Und du darfst dir jetzt erlauben, da einzutauchen und voll und ganz in dieser Essenz deines Seins aufzugehen und dich so, so großartig und wohlzufühlen mit dir selber. Darum geht es jetzt. Und weil ich so gerne möchte, dass mehr Menschen... Was ist mit meiner Stimme los? Aha. Werde ich nächste Woche eine 4-Tages-Masterclass starten, wo jeder gratis mitkommen darf. Das sind 4 Tage jeden Morgen. Masterclass, dreh deine Welt und realisiere deine Wünsche und Träume. Darum geht's. Dreh deine Welt. Du bist hier, um deine Wünsche und Träume zu realisieren. Und es gibt einfach so viele Stolpersteine, die uns anerzogen worden sind, nach denen wir funktionieren, wo wir glauben, dass es wahr ist und dass alles so ist. Aber alles ist ja eigentlich, wir dürfen entscheiden, wie die Dinge sind. Es gibt nichts Vorentschiedenes. Wir entscheiden über jede Situation. Wir entscheiden, wie jeder Mensch ist. Wir entscheiden, wie wir uns fühlen. Wir dürfen alles für uns entscheiden. Und es ist eine Auswahlentscheidung. Ja? Es ist Multiple Choice. Ja, du kennst diese Auswahl, diese Umfragen, wo dann steht, beantworten Sie, Sie können ganz alle Fragen ankreuzen, die für Sie stimmig sind. Multiple Choice, das Leben ist ein Multiple Choice. Du hast so viel Auswahl. Und du kannst jedes Mal wählen, antickern, das will ich, das will ich, das will ich. Aber auch das musst du dir erstmal erlauben und gestatten, dass dieses Leben für dich so ist. Und das will ich dir näher bringen in dieser Masterclass nächste Woche, 23. bis 26.11., jeden Morgen 9 bis 10. Ich werde dann noch genauere Infos posten, wo du dich anmelden kannst. Das sind 4 Tage. Jeden Tag ein neues Thema. Schreibe ich auch noch auf die Themen. Und es wird für dich persönlich, dich hundertprozentig in diesen 4 Tagen schon einen ganz, ganz großen Schritt weiterbringen. Wenn du nur 4 Tage jeden Morgen 1 Stunde dabei bist und dich committest, da dabei zu sein. Und weil mir das Commitment wichtig ist, wird das Ganze, werden die Meetings auf Zoom stattfinden. Es gibt einen Zoom-Link dafür. Und wir werden uns austauschen in einer Telegram-Gruppe. Wenn du jetzt also schon weißt, dass du dabei sein möchtest, schau, dass du bei Telegram dabei bist. Wir werden uns auf Telegram austauschen und nicht auf Facebook. Für diese 4 Tage, für diese Masterclass. Und es ist eben, weil ich die Leute abholen möchte, die unbedingt gerne diese Entscheidung und diesen Schritt, diesen ersten kleinen Schritt, nur eine gratis Masterclass zu besuchen, dabei haben möchte. Genau. Also, ich werde diese Telegram-Gruppe gründen und du kannst einfach dazukommen. Und da tauschen wir uns schon aus. Da gibt es alle Informationen über die Masterclass. Ich werde hier noch die ganzen Details posten. Und ich freue mich auf dich. Es ist ein Geschenk von mir für dich. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Alles Liebe. Wünsche dir einen schönen Tag. Wenn dir das Video was gebracht hat, schreib doch bitte einen Kommentar und zeig mir, dass mein Herz auch dein Herz trifft. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.